Hallo und willkommen zur nächsten Folge der Kristall Randomizer Nuzlocke. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg zur nächsten Stadt. Gehen hier lang, holen uns die Beere. Und ja, mal gucken, was uns auf der nächsten Route erwartet. Auf jeden Fall ein neuer Encounter, den wir uns gerne holen dürfen. Ja, dann machen wir die Route, gehen dann nächstes Mal in den Tunnel. Und ja, wir sind ja schon hier. Hier geht's, glaube ich, zu einer anderen Stadt, da können wir später gucken. Oh, ein Kampf, der, ja, stimmt, da kommt man ja später dahin. Da lässt mich, glaube ich, noch nicht durch, oder? Ich weiß nicht mehr. Ach so, für die Ruinen. Da können wir uns theoretisch auch ein Pokémon fangen. Ja, das ist auch gut, das können wir auch machen, ja. Das sind irgendwelche Forscher hier, ne? Ah, niemand weiß, warum sie erbaut wurden. Okay, ja. Okay, wir müssen einfach, glaube ich, ein Puzzle lösen. Dann kriegen wir ein Pokémon. Ja, das machen wir. Das macht Sinn, wenn wir hier reinkommen. Wo ist denn dieses Puzzle? Weil hier gibt es eigentlich ein Kognitor, aber dann können wir uns ein anderes Pokémon holen. Die gibt's schon jetzt hier schon. So, okay. Felino. Ja. Nehmen wir einfach mal mit für den Erfolg. Das war das Falsche. Ich wollte in den Beutel. Also, nicht für den Erfolg. Also, falscher Ausdruck ist das. Für später, falls wir mal Pokémon verlieren, haben wir immer noch Felino fürs Team. Aber ja, ist jetzt kein besonderer Fang und der lässt sich auch direkt im ersten Ball fangen, wollte ich gerade sagen. Nein, lässt er nicht. Okay, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen schwächen. Mit dem Lapras. Ich wollte eigentlich die Folge jetzt nicht wieder so extrem lang machen. Aber okay. Kriegen wir halt so unser Pokémon. Ja, durch Zufall neuen Encounter bekommen, der aber erstmal auf der Bank bleibt, Box bleibt, wie ihr es nennen wollt. Und ja, jetzt wieder Beutel. Meine guten Bälle verwerbe ich für ein Felino. Und das, ja. Ein Mordert ist schon eigentlich solide, aber ich habe da jetzt Lapras und andere Pokémon. Aber jetzt bleibt da drin, der Felino. Sehr schön. Wurde auf die Box geschickt, das ist doch super. Ja, Felino will ich auch keinen Spitznamen geben. Wüsste ich auch nicht jetzt spontan, wie ich den nennen sollte. Außer Lorchi, keine Ahnung, weil das aussieht wie so eine. Oder Eidechse, Eidechsi. Nee. Wie gesagt, mir kreative Namen geben. Und raus hier, raus hier, raus hier. Nicht nur ein Kampf. Ah. Botogel, okay. Gab's ja nicht mal Inkognitus in der Höhle. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass man hier Rätsel lösen musste. Oder ich verwechsel das gerade irgendwo mit. Aber ist ja auch egal. Dass man Inkognito bekommt, ist ja auch egal. Geschenk ist eigentlich zu 80% schlecht, also für mich schlecht. Und 20% ist es heilgut. Oh, Volltreffer. Heilgut, ja. Es ist ein heilendes Geschenk, also ein gutes Geschenk. Ein bisschen Erfahrung für Lapras. Kann ja nie schaden. Und dann mal weiter. Raus hier, raus hier, raus hier. Weiter, 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 weiter. Schnell. Jetzt lässt der Typ mich hier durch. Route 32, da kriegen wir auch ein neues Pokémon. Er lässt mich durch, er will nicht mal mehr kämpfen mit mir. Du besitzt einige gute Pokémon. Die sind bestimmt wegen der vielen Kämpfe, die du mit ihnen bei Viola City absolviert hast, so gut. Das Training in der Pokémon Arena muss von großem Nutzen gewesen sein. Nimm das als Andenken an Viola City. Damit werden Pflanzenattacken verstärkt. Ah, Wundersaat, okay. Könnten wir theoretisch später mal unseren Bisaflor geben, aber das kommt ja später. Okay. Keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkomme. Ah, das ist der Schneiderer. Kann ich aber noch nicht einsetzen. Ah, wir können gegen diesen Herrn hier kämpfen. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du denkst also, du bist stark? Irgendwie schon, ja. Kommt drauf an, was du hast. Teenager. Zwei Pokémon, bitte ein Feuer-Pokémon. Dornphan, okay. Geht auch. Dornphan geht auch. Dornphan geht auch, weil das ist ja Boden und Boden hat ja bekanntlich Schwäche Wasser. Also von daher sollte ja das Lapras das eigentlich fertig machen. Und die werden immer besser und ich werde ja auch immer besser. Also davon her werden die Kämpfe schon spannend. Und er lebt und Heuler. Das war unnötig, was du gemacht hast, Dornphan. Beziehungsweise sein Trainer war dumm.
Ja, über was soll ich denn heute erzählen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr diese Folge mal ein Like bekommt, dass ihr mir zeigt, dass ihr es gerne guckt. Und ja, Lapras ist Level 9 und er setzt Kusilla ein. Eis. Schwäche. Ja, komm. Setzen wir mal Kangama ein. Mit Kometenhieb sollte es aber kein Thema sein, das hier zu besiegen. Das ist Kusilla. Und ich muss hier noch meinen Encounter fangen für diese Route. Vielleicht kriegen wir irgendeinen schicken po Encounter. Auf der Bank ist ja nur noch Schrott eigentlich, aber das ist, wenn mal einer kaputt geht. Ich habe ja schon durch diese Randomizer ziemlich am Anfang Glück gehabt und mir ein ziemlich gutes Team zusammengebaut. Ja, deswegen passt das schon Pfund. Und ja, ja. Hoffen wir, dass wir es hier schaffen, den Gegner mal hier zu besiegen, aber der verwirrt mich. Das ist echt mies. Also, wir gehen dann, glaube ich, ich weiß nicht, war da ein Pokémon Center da unten? Ich glaube, da war ein Pokémon Center Fund schon wieder. Bis zum Pokémon Center. Nein. Bitte nicht. Kangama. Sei ein braves Kangama, sei nicht verwirrt, weil. Ja, okay, besiegt. Ich wollte schon sagen, mach dich nicht kaputt durch Verwirrung. Das wäre echt kacke und unnötig. Und ja, mal gucken, was wir jetzt für einen Encounter kriegen, wenn uns mal endlich mal ein Pokémon uns begegnen würde hier. Wiese, Wiese, Wiese. Ja, wir gehen gleich schon mal hoch, machen alles hier ausführlich. Potrott. Potrott. Dein Ernst? Dein Ernst? Ich kann es nicht schwächen. Okay. Schade, dass es nicht das Pinke wird. Weil in Shiny finde ich das irgendwie besser. Aber egal, okay. Und ja, Potrott, okay. Haben wir einen Potrott als Encounter. Müssen wir mal gucken, was es hier sonst noch gibt. Aber er bricht aus, verflixt. Ich kann es jetzt nicht schwächen, weil. Ja, einmal Aquaknarre, weil das Gestein ist weg. Aber was wir machen könnten, ist es einschläfern. Vielleicht lässt es sich dann besser fangen. Vielleicht haben wir dann Glück. Potrott schläft tief und fest. Ja, das sieht doch schon gut aus. Kampf wollte ich nicht. Ich wollte in den Beutel. Aber vielleicht kriegen wir im Tunnel noch ein gutes Pokémon, was mal für unser Team kommt. Ich denke mal, wenn wir legendäre begegnen als Encounter. Ja, fangen wir sie trotzdem, aber werden sie nicht einsetzen, weil sie einfach zu OP sind und es ist aufgewacht. Potrott. Potrott. Es darf nicht wahr sein. Da muss ich wieder einschläfern. Sei still und schlaf einfach. Du dreckiges Potrott. Ich will jetzt auch nicht 100.000 Bälle für dich verwerfen, aber man weiß ja nie, was passiert. Dann bin ich ja froh, wenn ich dich auf der Bank hab, dieses Potrott. Natürlich muss ich dann, wenn zu viele kaputt gehen, bin ich ja mit den anderen im Trainingsrückstand, dann muss ich die natürlich dann alle trainieren, aber ja, das ist dann halt so. Und Potrott wurde gefangen, wird natürlich jetzt auch auf die Box übertragen. Möchte ich aber jetzt keinen Spitznamen geben. Ja, es ist einfach, ja, eine Schildkröte mit Insektenkopf. Nein, kein, ja, also stellt so ein Insekt damit. Man weiß es nicht, ne? Und da kommt der nächste. Also Insekt mit Schildkrötenpanzer. Evoli. Evoli wäre schöner gewesen. Evoli wäre schöner gewesen. Evoli wäre schöner gewesen. Leute. Evoli wäre schöner gewesen. Und ich krieg's dann mit einmal Aquaknarre kaputt. Ja, besiegt. Mit einmal Aquaknarre krieg ich nicht mehr besiegt. Das ist natürlich scheiße und. Ich kann ja nur Aquaknarre, also wieder Aquaknarre drauf. Und ja, ein bisschen Training schadet nicht, aber Evoli. Evoli wäre besser gewesen als Potrott. Das hätte ich vielleicht sogar ins Team gepackt und mir, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Erstmal das Item Schutz. Nee, ich mach keinen Schutz, weil man will ja die Chance haben, Shinies zu bekommen. Deswegen kämpfen wir auch gegen wilde Pokémon. Hier diese Pfadfinderin werden wir bekämpfen. Nee, das ist. Also als Kind ist dieser Spruch ja nicht so schlimm pervers, aber wenn man ein bisschen älter ist, denkt man, der Spruch ist ein bisschen pervers. Zweideutig, ne?
Komm, mach schnell, Golbat, okay. Jetzt ist die größte Herausforderung für mein Lapras und der ist Level 10. Superschall. Ah, ich muss wechseln gleich. Was ist gut gegen. Ja, Voltilam ist gut. Er soll sich auch noch zu einem Vati entwickeln. Lapras aus. Ja, das fehlt mir noch in Pokémon Go. Dann habe ich meinen Pokédex bald vollständig von den Nicht-Legendären. Ampharos fehlt mir noch, Pupita, Despotar, wo wir ja gerade hier in der zweiten Generation sind, kann ich ja darüber erzählen, welche mir noch aus der zweiten Generation fehlen. Erste Generation ist ja voll. Und ja. Und dann fehlt mir noch Drecks-Capoeira. Zum Glück zieht der Superschall diesmal nicht. Ja, Capoeira fehlt mir halt. Und Miltank noch nie gesehen. Da muss ich mal auf 10 Kilometer-Eier hoffen, aber die mache ich erst später mit dem Super-Inkubator. Hab noch ein paar, vielleicht da sogar einen Miltank drin. Ansonsten hoffe ich, dass ich wieder welche krieg. Und ja, wie gesagt, Rabauts ganz oft gekriegt, aber nie mit KP. Immer nur mit Angriff oder Verteidigung. Und so kriege ich ja kein Capoeira und wild gefangen habe ich auch noch nie. Und jetzt ist Lapras Level 10. Und Voltilam ist fast Level 14. Ich glaube, es entwickelt sich auf Level 16, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, wir sind ja bald schon wieder hier mit der Route durch. Achso, Angler, ja, die machen wir später mit Voltil. Na, bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts, weil, ja, die haben eh keine Carbodors, weil das ist ja random. Also kann ich Voltil gar nicht nach vorne tun. Und ja. Er hat eins und das ist ein Zapdos. Ach du heilige Scheiße. Das ist der nächste legendäre Vogel. Beziehungsweise nächste legendäre Pokémon, weil wir hatten ja schon mal ein legendäres. Was macht am meisten Sinn? Bisaflor, weil das resistet ja Elektroattacken und Sandama kann ja leider keine. Ah, das war dumm, warum mache ich das? Er kann auch Flugattacken. Schnabel. Ja, das war schlau von mir. 13 zieht das ab, okay. Ich mache Edelsamen. Schnabel. Okay. Der ist schneller als ich. Das heißt also, wir müssen wechseln auf Sandama. Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass er Flugattacken kann. Das ist wie in meiner anderen Nuzlocke mit Zubat, dass ich Zubat sterben lassen hab, weil, ja, Zubat ist durch Flügelschlag, nicht Zubat. Wegen Zubat ist mein Knospi gestorben, weil es Flügelschlag konnte. So, jetzt ist richtig okay, Volltreffer. Ach, weißt du was, das ist doch echt Kacke. Ich glaube, er kann aber nur Schnabel. Sander war jetzt auch keine gute Wahl, dann nehmen wir den Scherox und der macht hier gerade alle ein bisschen platt, einen nach dem anderen. Aber dann könnt ihr natürlich auch gerne nochmal vorbeischauen. Wenn ihr Lust habt, das sollte eigentlich nicht so viel abziehen, okay. Aber zum Glück habe ich Edelsamen eingesetzt, das war schon clever von mir. Ja, bringt ja nichts, muss ja Ruckzuckieb machen. Hab ja keine andere Wahl mit Cherox. Donnerschock. Stahlkäfer sollte eigentlich nicht so viel abziehen, okay. Ich kann ein paar Runden kann ich überleben. Ich greife auch immer zuerst an, das heißt, eigentlich müsste es jetzt in der nächsten Runde besiegt sein. Ja, und ich mache noch Schnabel. Ja, Donnerschock hätte ich mich resistet mit Visaflor, aber die Schnabelattacke habe ich nicht dran gedacht, dass es auch Schnabel kann. Und später kann es auch Burschen, aber zum Glück treffen wir jetzt noch erst gegen Zapdos, aber okay, immerhin nächstes legendäre Pokémon angetroffen. Sandam ist ein bisschen wenigstens auf Level 7 gekommen, das ist schon mal gut. Ja, Camper, du hast mir echt Probleme bereitet, ne? Und ja. Okay. Ultrigaria wäre hier gewesen. Das wäre auch eigentlich gut gewesen. Aber ich habe ja schon Bisaflor, von daher. Aber wir sind noch nicht gegen Pflanzen-Pokémon gut aufgestellt, ne? Muss ich schon sagen. Lapras kann ja noch keine Eisattacken. Was soll ich einsetzen? Ja, Scherox muss ich einsetzen. Weil Lapras ist gegen die Pflanzenattacken von denen eigentlich machtlos. Aber ich will ein bisschen Lapras trainieren. Frankenhieb. Sollte eigentlich nicht sehr viel abziehen. Okay, zum Glück nur eine KP. Vergiften kannst du mich auch nicht. Von daher passt das erstmal. Und Schaden machen wir auch gut viel. Wickel sollte auch nicht so viel abziehen. Zum Glück ist es zweite Generation und nicht erste Generation. Ja. Ja, erste Generation, aber das habe ich schon bestimmt schon mal ganz oft erzählt. Wenn du im Wickel warst, musst du hoffen, dass du schneller warst, wenn der Wickel vorbei war, oder einfach, dass der Wickel fehlt, oder irgendein Wunder geschieht.
Weil, ja, aus Winkel kam es nicht mehr raus. Das war echt mies. Und okay, noch einmal besiegen. Besiegen ist klar. Einmal angreifen, treffen. Dann ist es besiegt. Gleich gehen wir noch die andere Seite der Brücke lang, machen die Angler, weil ein bisschen Training kann nicht schaden. Und bald sind wir schon so weit. Wir können, wie gesagt, wenn das klappt, ich will es nicht zu doll versprechen, dass wir Celebi mal probieren. Dass wir uns dann Celebi fangen in der Story hier. Kann man ja machen. Okay. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Hoch, 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 hoch. Da kommt eh wieder ein Kampf. Nein, kommt er nicht. Gut. Ja, diese Routen sind schlicht und einfach aufgebaut. Die sind jetzt nicht so kompliziert. Da kann man schon mal hier hin und her laufen und alle bekämpfen. Potrot, ich will nur gucken, ob das Lapras das mit einer Aquaknarre One-Hit besiegt hätte. Weil es ist ja Gestein bekanntlich, das Potrot. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was da schon soll. Es ist eine Schildkröte mit Käferkopf. Also meiner Meinung nach. Und das ist nicht mal mit einem Treffer besiegt. Also hätte ich gar nicht den Zirkus machen können und hätte Aquaknarre drauf machen können. Das ist doch traurig. Aber egal. Später ist man immer schlauer. Später ist man immer schlauer. Und jetzt kommt der Angler. Ich hoffe, das ist nicht der mit 6 Kapados. Ich hoffe, der hat nur ein Pokémon. Weil sonst dauert der Kampf zu lange, aber ich will beide bekämpfen. Einfach so, weil ich da Bock drauf habe. Einfach nur, weil ich eigentlich jeden Trainer machen möchte. Okay. Das ist Angler. Er hat Makago. Okay. Makago ist okay. Ich hoffe, nein, wir werden es nicht direkt besiegen. Ich hätte vorher einen Trank einsetzen sollen, weil er kann ja Gesteinsattacken. Und Gesteinsattacken sind sehr effektiv gegen Lapras, aber ein dämliches Potrot. Level 5, wild, machst du nicht kaputt. Aber ein Level 9er Mikago von einem Trainer machst du mit einem Schlag kaputt. Also Lapras, du willst mich echt verarschen. Ursaring, ja. Ich habe keinen Punkt mit Kampfattacken, aber wir gehen auf Voltilam. Wie gesagt, Voltilam soll sich zu Vati entwickeln. Und ja, in Pokémon Go ist jetzt Vati, mein Body, Body, ja genau, Body, Body, damit du ein paar Bonbons sammelst, damit ich endlich mal ein Ampharos bekomme. Ich tue es auch ab und zu in die Arena und hoffe, dass ich einen Bonbon kriege durch Füttern. Weil, muss einfach mal passieren, weil das ist das seltenste Pokémon, also ich sag mal so, die seltensten Pokémon in Pokémon Go sind meiner Meinung nach, was ich schon mitbekommen habe, Schleimer, wobei bei mir sind die ziemlich häufig in letzter Zeit gewesen, hab da viele von gefangen wild. Dann aus der zweiten Generation, aus der ersten ist das, glaube ich, das einzigste. Dann aus der zweiten Potrot, das habe ich nur beim Gesteins-Event gesehen, Miltank, Voltilam. Und seine Weiterentwicklungen. Ja, das müsste es eigentlich sein, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Ich hoffe es mal nicht. Die habe ich jetzt aufgezählt, aber ja. Ihr könnt mich ja gerne korrigieren. Ja, die legendären ziehe ich nicht dazu, weil die sind ja wie Sand am Meer. Und ja, Schleimog war auch mal selten. Und weil, wollte ich dann mal leicht Level 14. Aber es gibt ja jetzt als Raid Boss, also kann man das da antreffen. Von daher ist es nicht mehr selten. Und es haben alle schon ordentlich Schaden genommen. Das ist schon schwierig. Wir kommen jetzt in den schwierigen Bereich und da ruft die Mauer an. Was möchtest du denn? Wie geht es dir? Ich habe meinen Einkauf ein nützliches Item gefunden. Ich habe dieses dir von deinem Geld gekauft. Es ist in deinem PC. Es wird dir gefallen. Ach, die kaufen irgendeinen Scheiß von meinem Geld, ey. Lass doch mein Geld in Ruhe. Du sollst doch sparen für mich. Wow, wegen dir habe ich den Fisch verloren. Ist das mein Problem? Erschreck dich doch nicht, ich mach doch nichts, ich besieg dich doch nur. Bitte neuen Pokémon. Vier. Vier fucking Pokémon. X-Bud. Ah, okay. X-Bud ist episch. Level 5. Okay, der ist nicht so stark. Den kann ich eigentlich besiegen mit Lapras. Blutsauger. Aber ich muss jetzt, wollte nicht extra auf Voltilam wechseln. Und ich glaube, diese Folge wird schon wieder länger. Leider ist das bei meinem Aufnahmeprogramm so, dass ich leider nicht sehe, wie lange ich schon aufnehme. Und ich habe jetzt auch nicht auf die Uhr geguckt. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich möchte bis zum Tunnel machen. Und dann machen wir in der nächsten Folge den Tunnel. Der geht ja nicht so lange. Vielleicht machen wir noch ein bisschen was in der zweiten Stadt. Dann das Pokémon fangen Morlord. Bleiben wir drin. Bleiben wir drin. Ich habe mir nichts gegen
Level 16, scheiße, warum habe ich nicht gewechselt? Auf dieser Floor. Slam. Ich dachte nicht, dass er so krass stark ist. Ah, Kacke. Ja, muss ich ja machen. Ich muss direkt erstmal Supertrank einsetzen, weil sonst habe ich keine Chance. Okay, Supertrank. So gut, dass er Routenflug gemacht hat. Supertrank habe ich nicht. Ah, Kacke. Kacke, dann halt nur Trank. So, dann muss ich Edelsamen einsetzen. Okay, macht guten Schlag. Okay, könnte fies werden. Das könnte fies werden. Ich wusste aber nicht, dass die auf einmal von Level 5 auf Level 16 kommt. Die Pokémon von ihm, das ist echt mies. Ach du heilige Scheiße. Dir geht's irgendwie nicht mehr gut, oder? Und ich habe keinen Trank mehr. Kacke. Kacke. Rankenhieb. Ah, ich bin zum Glück schneller. Ich bin zum Glück schneller. Ich darf nur nicht Slam einsetzen und dieser Floor ist tot. Dieser Floor ist tot. Mein erstes totes und nur noch Volltreffer. Mein erstes totes in dieser Nuzlocke. Ich muss Sherrox einsetzen wegen Ruckzuckhieb. Wegen Ruckzuckhieb muss Sherrox einsetzen. Ich wusste nicht, dass er auf einmal so krass stark wird. Okay. Aquaknarre. Wenn du Sherrox tötest, dann töte ich dich. Okay, ich töte ihn eh. Okay. Aber Edelsammel wirkt noch gut. Okay, das war gut. Gut, gut, gut. Sammel als nächstes. Ich weiß gar nicht, wen tun wir ins Team? Wir tun das Ei ins Team. Weil ich will wissen, was aus dem Ei rauskommt. X-Bad, okay. Ja, dann tun wir natürlich Voltilam nach vorne. Er war aber schon krank irgendwie. Der ist wieder Level 5 und dann kommt wieder Level 16er Morlord oder was? Dann bin ich echt gefickt, wenn das Video kommt. Sorry für den Ausdruck, aber ja, ist doch wahr. Kreideschrei. Kreischerei. Kein Thema für Voltilam. Sehr schön. Sehr effektiv. Okay, das war Zufall, dass die zweimal die gleichen Pokémon haben. Sehr schön, Level 15. Was kommt jetzt? Setzt Stalos ein. Möchtest du? Ja. Ich setze einfach jetzt mal Sandama ein. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich weiß nicht, was ich für Attacken kann. Und wie stark der ist. Krank. Ah, Level 5 nur. Okay, das ist gut. Ja, ich kann nur Kratzer machen. Was bringt mir das? Das ist nicht sehr effektiv. Oh. Tackle. Ja, dann tauschen wir auf. Die sind alle so angeschlagen, aber nehmen wir mal Lapras, weil Lapras kann Aquaknarre. Ich weiß nicht, ist das Stahlboden? Ja, das ist hier so lange her. Was das für Typen sind, aber ich glaube, es ist Stahlboden. Und es ist effektiv, ne? Ja, war Stahlboden, okay, gut. Besiegt. Ah, das war aber ein richtig epischer Kampf und Sandarm kommt auf Level 8. Gut. Voltilam entwickelt sich auf Level 15, okay. Naja, kriegen wir wenigstens noch die Entwicklung mit, dann kriegen wir Vati. Sehr fein, sehr fein. Voltilam wollte zu Vati. Glückwunsch. Und jetzt holen wir uns das Item. Und noch ein Angler, okay, komm. Ich beherrsche, okay. Wie gesagt, wir tun dann das Ei rein. Das ist dann noch kein neues Pokémon, oder? Tun wir das Ei rein? Ja, wir tun das Ei rein. Weil die anderen gefallen mir jetzt nicht so besonders. Dickter, okay, das ist gut, dass wir Lapras nach vorne gelassen haben. Level 11, okay, der sollte eigentlich packbar sein. Packbar sein, ja, machbar sein. Ich müsste eigentlich heilen, okay, Kacke. Ich habe aber kein Heil-Items, ich muss auf jeden Fall dringend jetzt wechseln.
Weil Lapras, ich will nicht, dass ich noch ein Pokémon verliere. Ich möchte nicht, dass ich noch ein Pokémon verliere. Okay. So. Lapras wurde besiegt. Und ja. Sehr fein. Wechseln wir kurz die Pokémon aus. Und wen tun wir nach vorne? Hat die meiste KP. Ja, Vati hat die meiste KP. Also kommst du nach vorne, Vati. Zeig dein Können. Ach so, ich muss dafür surfen, ne? Ne, ich muss hier hoch. Für das Item. Item. Also, es ist super Ball. Okay, der könnte später nützlich sein. Für schwierig zu fangen Pokémon, aber ansonsten nicht zu gebrauchen. Okay, wir sind ja schon fast am Pokémon Center. Und warum ist, hat er mich eben nicht gesehen? Jetzt sieht er mich. Das ist natürlich dumm, aber ich verstehe das irgendwie nicht. Aber ist ja auch egal. Und ja. Teenager, Nachtara, okay. Soll jetzt nicht allzu krank stark sein, oder? Level 11. Oh, Nachtara ist so episch. Aber leider ist es leider, ja, den Pokémon Go nicht zu gebrauchen. Da ist es ziemlich schwach. Aber ich finde das einfach episch. Und auf jeden Fall seine Shiny-Form ist auch episch. Ja, und ich rede immer von Pokémon Go, aber ja, Pokémon Go spiele ich am liebsten von den Pokémon-Spielen zurzeit. Weil ich da immer was zu erledigen habe, immer was Neues zu entdecken, sage ich mal so. Es wird nicht langweilig auf Dauer. Du hast, also ich habe da eine Langzeitmotivation. Weil ich will ja meine Pokémon besser machen. Und so weiter und so fort. Also das ist jetzt meine Meinung. Meine Ansicht da. Und die machen ja auch wirklich jedes Mal neue Features. Auch wenn es für mich im Moment ziemlich doof ist mit den Legendären, dass ich. Ja, ich mache mir nicht die Mühe, jetzt Raid-Gruppen zu machen oder reinzugehen, um die Legendären zu machen, weil das ist mir einfach zu doof. Ich spiele, wenn ich Lust habe und nicht, wenn ich muss. Okay, ist der letzte Trainer. Dann sind wir beim Pokémon Center. Okay, möchtest du. Ich habe eh nicht so viel Geld. Von daher. Ich habe eh nicht so viel Geld, also von daher erstmal heilen. Dann sehen wir uns vor diesem Pokémon Center in der nächsten Folge wieder. Wir werden jetzt mal eine Box machen. Das mache ich aber jetzt ohne euch. Und wie gesagt, ich werde das Ei reintun. Danke, dann sind Pokémon wieder fit. Ja. Ich werde ein Ei reintun. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal vor der Tür wieder. Bis dann, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.